Bei strahlendem Sonnenschein hat letzten Freitag Einkauf am Tag vom Schweizer Bier die aktuell Brauchtumskampagne präsentiert. Gesucht wird ein 9. Brauchtum mit Patron, der neben den aktuellen 8 Patrons am Stammtisch Platz nehmen kann. Der Kandidat vom 9. Brauchtum muss sehr viel Freude für sein Brauchtum mitbringen. Freude an, dass er das Brauchtum vertritt. Weil ich habe gerade beim Kaiser gemerkt, die Kampagne hat uns schon etwas bekannter gemacht. Wir durften jetzt die Kürze durchführen und mehr Leute sind auf das Kaiser aufmerksam geworden. Ja, eigentlich sollte sich jetzt jeder, der das Gefühl hat, wir machen etwas Traditionelles, etwas, was es schon lange gibt, soll sich unbedingt melden. Dass wir auch die Vielfalt, die wir haben in der Zentralschweiz, dass man das auch weit bekannt macht und auch weit kennenlernt. Weil ich habe, glaube ich, mehr nur 50 Brauchtum immer aufzuzählen. Möchten Sie sich für Ihr Brauchtum, das in der Innerschweiz gelebt wird, einsetzen und den Titel vom 9. Brauchtum gewinnen? Dann stellen Sie Ihr Brauchtum in einem Video vor und erklären Sie, für welches Projekt Sie Brauchtumsförderung einsetzen möchten. Wenn wir würden gewinnen, dann würden wir das einsetzen für die Jungen, damit sie unseren Brauchtum weiterführen können. Laden Sie das Video auf unserekultur.ch und machen Sie Ihren Brauchtum an einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Dann geht es auch schon los mit dem Stimmensammeln, denn in die grosse Finalshow der Brauerei Eichhof arbeiten 8 Finalisten. Die 4 Videos mit den meisten Stimmen. Zusätzlich bestimmt die Kulturjury 4 weitere Finalisten. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit für ganz viele Brauchtümer oder Traditionen. Das heisst, es können sich wirklich auch viel bewerben und probieren, eben dieser Jury zu gefallen mit einem kleinen Video. Der Sieger vom grossen Finale kann mit einer Fördersumme von 10'000 Franken sein Brauchtum unterstützen. Jeder andere von den 8 Finalisten erhält eine Unterstützung von 3'000 Franken. Ja, es war eine total gute Erfahrung, die wir machen durften mit dem Brauchtum. Und ich möchte das auch jedem weiterempfehlen, sich dort zu bewerben.